Wow, wieder Schneesturm. Deluxe! Bin tot. Ich brauche mal wieder Items. Ich habe jetzt lange keine Items mehr gehabt. So, nochmal. So wird das gemacht. Dankeschön. Wow. Wow! Oh Mann, ich wollte zurück. Das war so ein klassischer Fall von Entscheidungsmangel irgendwie. Ich hätte einfach weiter nach vorne durchziehen können, dann hätte ich es vielleicht noch auf die Plattform geschafft. Aber ich habe mich genau falsch entschieden. Ich muss... Oh, warum bin ich auf einmal Mr. Schlecht? Ey, ich habe gerade auf einmal verlernt, wie man Mario spielt. Einfach mittendrin. Aus dem Nix. Aber gut, ich wurde auch mal wieder mies verarscht, weil der Typ da... Er ist nicht unbedingt neu gespawnt, er war ja nie wirklich weg. Das ist... So. Ja, ich verarsche mich. Lass mich verarschen und ich verarsche mich selber. Das ist gerade mein Problem. Wo geht die Plattform hin? Hoch und runter. Yeah, das brauche ich. Die kann ich nicht töten, oder? Nee, aber ich kann die Feuerbälle erschießen. Was echt komisch ist, weil... Feuerbälle mit Feuerbällen erschießen. Oh. Tschüss. Ich gehe einfach. Oh. Okay, jetzt übertreibe ich. Ich glaube, hier ist noch was. Nicht. Okay. Nochmal bis dahin. Ah, danke für die Warnung. Wow. Du Drecksack. Du Eissack. Okay, cool, ich habe jetzt einen Stern. Komm schon, ich habe keine Zeit. Ich muss hier gerade mal nutzen, dass ich den Stern habe. Gap. Boah, jetzt wäre ich fast noch darunter gefallen. Durch ein Riesenunglück. Okay. Also ich finde, ein bisschen ist das Sternpower ein bisschen zu overpowered, weil man hat den echt lange auf den Stern, ne? Also ich hätte es jetzt nicht verkehrt gefunden, wenn man die Zeit, wo man den Stern hat, ein bisschen kürzt dafür, dass man den so schnell und so oft bekommt. Jetzt haben wir ein Level, das heißt House of Chills. Noch ein Geisterfreund? Okay. Do not touch the Forzen Boost and Spike Balls. Spin Jumping ist auch keine gute Idee. Okay, ich darf die überhaupt nicht berühren. Nicht mal Spinjumpen, okay. Das Spiel hat gesagt. Aber das... Das darf ich berühren. Es war doch klar, dass es so ein Ende nimmt. Okay, nochmal. Ich darf die echt nicht berühren? Okay. Ich wollte mich nochmal vergewissern, dass das keine Lüge ist, aber ich meine... The Forzen Boost. Was haben wir denn? Ach, das war die ganze Zeit eine Fake-Tür. Das ist keine Fake-Tür. 6. Wie 6? Gleicher Scheiß. Ich krieg keinen zweiten Sprung mehr hin, wenn ich auf der Plattform drauf bin. Ich nehme jetzt einfach den Pilz, der hier ist. Ich habe nicht mal mehr Lust, so lange zu warten, bis die Feuerblume da runterkommt. Ach, das darf ich auch. Die zählen ja auch als Geister, okay. Okay, wir haben es einmal jetzt hinbekommen. 1. Oh ne, bring mich jetzt nicht zum Anfang zurück. Es ist jetzt nicht der Anfang, aber viel besser ist auch nicht. Fuck. Okay. Gib. Ich muss... Ah! Oh, ich wollte gar nicht so sehr abgehen. Fuck. Oh
Mann. Das Mieses ist, es ist nicht mal schwer, aber ich bin gerade zu blöd irgendwie. Auf einmal, um irgendwas richtig zu machen. Ich verstehe mich gerade selber nicht. Wirklich nicht. Das sind Sachen, die ich eigentlich hinbekommen müsste. Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin gerade voll nicht dabei. Ich kriege zwar gleich wieder Sternpower-Up, aber es bringt mir hier gar nichts an der Stelle. Wirklich nicht. Ey, Mann, ich sollte mich wieder mal aufweigen oder sowas. Das hat schon mal was gebracht. Aber ich weiß nicht. Ich habe gerade meine ganze Mario-Skill-Technik komplett über den Haufen geschmissen. Die ist komplett weg. Okay. Yep. Wo bin ich eben abgekackt? Oh Mist. Okay, das Items kriegen ist jetzt... Es geht fit auf jeden Fall. Null. Mehr Items. Ah! Sorry. Es kann nicht sein, dass ich nicht auf dieser Plattform lande, sondern irgendwie daneben. Gut, dass man unendlich Leben hat in diesem Spiel. Und ich war noch so, hey Mann, das wird ein No-Death-Run, dieses Spiel, ja? Ich bin nämlich der Beste hier drin! Aber nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin nämlich... in facto der Schlechteste in diesem Spiel. Also von jeder Person, die jemals dieses Spiel angerührt hat, ja, bin ich der Allerschlechteste von denen. Ich habe die meisten Tode bis jetzt. Von allen, die jemals dieses Spiel gespielt haben, davon bin ich überzeugt. Okay. Bitte nicht. Da war ich schon drin, oder? Ach, jetzt habe ich mir die Zahlen die ganze Zeit noch merken müssen. Okay, wisst ihr was? Das habe ich auch. Ich bin zwar blöd in einem Level, aber zumindest schlau genug, mir noch die Zahlen gemerkt zu haben. Er hat eine Coca-Cola da liegen lassen. Ey, Mario, wie bist du hingekommen? Lang nicht mehr gesehen, Mann. Okay, guck dir meine SNES Mini an. Die ist so cool. Ich hab die... Er came here to my buddy Gerald? Okay, er kommt von da oder er kommt nach da? Fun Fact, er spielt das erste Level von Super Mario World. Wie cool. Okay, ey, Mann, er sollte mir ein Getränk mitbringen. Keine Ahnung, warum er so lange braucht. Er sagt, ihm ist das egal, dass es kalt ist. Okay, dann bis später, Mario. Ey, er war die ganze Zeit da. Können da nicht mehr rein. Er spielt Mario World. Voll komisch, weil in dem Spiel ist diese andere... ist diese Leiste oben noch die Mario World-Leiste. Und hier oben ist das eine ganz neue Leiste. Okay, wir sind raus. Diese 6180 werde ich niemals vergessen. War es überhaupt 6180? Naja, ich habe es vielleicht doch schon wieder vergessen. Feuerdinger? Also ich gehe mal davon aus, ich darf nicht in das Wasser rein. Oh, wir haben schon Stern wieder. Also das ist wirklich die meist gehörte Melodie in diesem gesamten Spiel, glaube ich. Oh, es war knapp. Naja, das riskiere ich jetzt nicht noch einmal. Oh, diese... Fische. Alles gut. Hallo, Unterwasser Mario. Eigentlich müsste das theoretisch ein toter Mario sein, weil er da im Eiswasser drin hängt. Checkpoint. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Okay, bevor ich vor dieser Mini-Flamme noch. Aber dann waren es die Stacheln, die mich treffen. Okay. Okay, scheiße, Mann. Okay. Warten.
Okay, wisst ihr was? Ich versuche jetzt doch mal. Okay, du störst. Ich wollte sagen, ich wollte eigentlich doch mal ein paar Münzen sammeln. In der Hoffnung, noch einen Stern hier irgendwie zu sammeln. Auf einmal kommt dieser Scheiß hier an. Weil ich doch verzweifelter bin, als man denkt. Ich bin nie darauf eingegangen, aber die Koopa-Scheiße in dem Spiel sind so geskriptet, dass, wow. Krass, wie der mich verarscht hat. Dass sie die Koopas noch da drin haben. Das heißt, ich kann die Koopa-Scheiße zwar mitnehmen, aber nach einer gewissen kurzen Zeit kommen die da rausgeschossen. Das heißt, was ich sonst immer gerne mache, nämlich die Koopa-Scheiße einfach mit durchs ganze Level schleppen als potenzielles Schutzschild, kann ich in diesem Spiel leider nicht machen. So, wir kommen gleich auf 100 Münzen. Mal sehen, ob wir dann hier besser durchkommen. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem noch Schaden nehme im Wasser. Ich habe vergessen, ob hier auch Items drin waren. So, jetzt bin ich doch mehr oder weniger da, wo ich eben gestorben bin, oder? Ich weiß nicht mehr. Doch, ich bin hier gestorben. Boah. Okay, wann soll ich denn... Ja, okay. Ich nehme das One-Up mit. Ah, nee, das upgradet sich zu einer Vollblume. Okay. Besser, weil das bringt ja auch sogar wirklich ein bisschen was. Obwohl das jetzt egal ist, weil das nächste Level müsste jetzt Boss-Level sein. Da war gerade ein kurzer Grafikfehler. Und da müsste ich ja ohnehin ein paar Ops kriegen. Fry Guys Cave. Let's go. Mario guckt schon besorgt. Ah ne, Mario macht sich ein schönes Lagerfeuerding. Oh, oh, oh. Okay, gleiches Konzept. Ich brauche Koopas. Die aber immer da runterfallen und ich dann nichts machen kann. Das ist echt eine sehr coole Bossmucke. Warum hat er das nicht mehr... Ich habe das nach oben geschmissen. Das Spiel sagt einfach nein. Also das Spiel sagt einfach nein. Du hast gar nichts gemacht. Okay, nochmal. Das werden wahrscheinlich noch viele Versuche sein. So, ich werde jetzt auch wieder, wie beim letzten Mal hier, zweimal Pilz nehmen lieber, statt Vollblume. So, und ich muss halt immer in der Nähe da links bleiben. Weil sonst kriege ich diese Koopas nicht, ne? Oh, fuck, ich hätte ausweichen können. Okay, 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 okay. Okay. Ich hoffe, er braucht keine neuen Treffer, weil ich schon nach zwei abkacke. Cool, dass man die Cutscenes skippen kann. Ich habe irgendwie in den Patch Notes gelesen, dass das erst später eingeführt wurde, dass man Cutscenes skippen konnte. In der ersten Version konnte man es noch nicht. Wieso hat der jetzt Schaden genommen? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, aber er trifft mich jedes Mal! Okay, okay, okay. Okay, damit kann ich leben, glaube ich. Also ich kann wirklich damit leben, sonst wäre ich jetzt tot. Haha. Ja, für schlechte Witze ist auch in der Situation noch Zeit. Ah! Boah, Mann! Das ist doch voll unfair, Mann! Ja, jetzt wissen wir es. Nach 5 oder so Treffern... Ah, jetzt habe ich vergessen, dass... Ja, scheiße, das habe ich im Feuerblume. Ja. Schießen förmlich diese ganzen Mini-Dinge auf mich drauf. Sehr nett. Okay, er kann mir keinen Schaden machen, während er in seiner Ich-nehme-Schaden-Form ist. Ich finde hier keine Gelegenheit, auf so ein Viech drauf zu springen. Boah, direkt zwei hintereinander ist sehr gut. Ich glaube jetzt noch einen und dann holt er die Babys. Also, schnell abhauen. Ja, nein, ich muss ja hier nur warten. Aber das muss man halt vorher mal gewusst haben. Okay, nice. Mario ist einfach gar nicht mehr im Bild. Okay, das sind echt coole Bossfights, weil die sind brutal. Die sind nicht brutal, die sind hart. Aber eben halt auch ohne Save-State schaffbar. Bis jetzt.
Okay, das war die Welt. Jetzt kommt die schöne Strandwelt und hier werden wir im nächsten Part weitermachen. Also bleibt dran, nicht weggehen. Okay, geht weg, aber kommt wieder. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao.